Der Bauernhof in der Linzer Straße 17 wurde erstmalig um 1650 erwähnt, zur Herrschaft Goldegg gehörend. Ein großer und angesehener Hof. Die Sippe zählte zu den bedeutenden im Ort. Für lange Zeit bildete der Hof den westlichen Ortsrand. Er diente an der frequentierten Kaiserstraße in den Jahren um 1770 auch als Zufluchtsort für Kranke. Am Beginn des 18. Jahrhunderts residierte hier der Richter zu Prinzersdorf. Um 1860 kam der Name Petschko auf den Hof. Dieser wurde durch die Sprengung der Mühlbachbrücke bei Kriegsende 1945 arg in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Verlegung des Hauptwohnsitzes der Familie Petschko stand das Anwesen seit der Jahrtausendwende leer. Der Zahn der Zeit hinterließ deutlich sichtbare Spuren am Gebäude. Vertraute Ansichten des Gebäudes für die Prinzersdorfer Bewohner. Ungewohnte Perspektiven eines Bauernhofs mitten in Prinzersdorf. Wie es scheint, ist hier die Zeit stehen geblieben. Auch dieser Bereich im hinteren Teil des Hofes, nahe der Bahn, blieb vielen verborgen. Und das Grün der Sträucher verdeckte die Größe des Anwesens. Jeder freie Lebensraum wird von der Natur wieder zurückerobert. Die letzten Aufnahmen dieses historischen Gebäudes. Eine Magd kann mich erinnern, halt uns so Tagelöhner geworden. Mhm. Da werden wir noch klar geworden. Und haben die noch mitgeholfen am Betrieb, je nach Saison halt, wenn es notwendig geworden hat. Mhm. Beim Dreschen weiß ich auch noch, mit der Dreschmaschine. Ja, da sind auch Haufen Leute umgestanden, mit dem Zurorgen und dann mit dem, das eben mit Elektromotor angetrieben worden. Und dann eh vorne dann, wo Stroh rausgekommen ist, wird dann ein Teil davon ist gepresst worden, da hat es eigene Presse gegeben. Und dann hinten natürlich die Absackung. Ja, im Vater und seine Schwester hat auch noch mitgeholfen. In einem Markt kann ich mich erinnern, halt, und so Tagelöhner waren. Da waren wir noch klar geworden. Haben die noch mitgeholfen am Betrieb, je nach Saison halt, wenn es notwendig war. Ne? Eine Schätzung nach ist zwischen 15. und 16. Jahrhundert gebaut worden. Also von dem Kreuz habe ich Ihnen erzählt schon, das ist im Diözesanmuseum zu besichtigen. Und
Ja, jetzt wird es weggerissen. Danke. Herr Petschka, das ist wirklich ein historischer Moment. Was ist das für Ziegel? Ja? Ja, Karl Lechner, glaube ich. Da auf den Ziegel oben. Karl Bleinschein. Da war, das könnte so ein Zeichen sein von den Zimmerer, so von Werkzeug. War das? Das mittelfristige Ziel der Ortskernbelebung in der Gemeinde, erfolgreich mit dem Sparmarkt begonnen, kann nun mit diesem Abbruch fortgesetzt werden. Ein besonderer Dank gilt der Familie Petschko, für die es sicherlich nicht leicht war, den Bauernhof und all die damit verbundenen Erinnerungen loszulassen. Damit wurde aber der Grundstein gelegt, dass flächen- und ressourcenschonend mitten im Ort Neues entstehen kann. Es war innen ein Gewölbe drinnen und war riesengroß eigentlich das Öl und ist vom Küchenofen aus ist da Racker gemacht worden für das Öl. Das ist bei dem Herd, was in den, drin gestanden ist, ist, oben hat man nicht eine Feier machen können. Das ist unser Geschäft, haben wir so gemacht. Und ist da oben gar nicht geheizt worden oder wie war denn das da im ersten Stock? Das auch, gut. Das war nicht beheizt. Das heißt, hat man gar keine Heizung gehabt früher? Wir haben, sind aber nicht krank geworden wegen denen. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Die Basis, um mit Zuversicht und Optimismus Neues zu gestalten.